So, was machen wir dann als nächstes überhaupt? Irgendeine Nebenmission. Ja, bin dabei. Hier ist ein Hinweis als Verstärkung. Ich das hier markiert bekommen. Okay. Ich ja nicht. Ich krieg keine Dings markiert, keine Pfütze, keine. Warte, ich mach schon. Alles gut. Unbekannter Ort, nein. Oh, hier vorne haben wir noch eine Waffenkiste, die holen wir noch und dann gehen wir zum Nebeneinsatz in der Nähe. Ja, genau. Du fährst ja gerade eh, das ist gut, da kannst du, wenn du dir mal die Wege markierst, Ja, tut sie aber genauso. Waffenkiste ist, will ich haben. Wenn jemand noch einen Kaffee holen will, noch ist die Zeit dafür. Nee, ich hab noch. Wenn wir jetzt noch 5 Minuten fahren würden, dann würde ich schnell meine Wäsche aufhängen. Sie mal aufhängen, Markus hat Zeit. Wenn Markus fährt, ne, das dauert. Auch bei mir wird es noch länger dauern, glaub mal. Bei mir auch. Bei mir würden wir nämlich nicht lebend ankommen. Und bei Kev würden wir uns irgendwo im Wald verlieren. Hey, ich habe euch letztes Mal sicher zum Weg zurückgebracht, ja? Da hat ein paar Kilometer Umweg, aber ich habe euch zum Weg zurückgebracht. Oh, wollte das so. Und mich ja wirklich gar nicht fahren sehen. Du gehörst den Kofferraum. Schon in GTA fahre ich immer durch die Berge. Eigentlich, wenn sie im Kofferraum immer ist, müsste sie sich beim Reden immer die Hand vom Mund halten, damit es auch dieses atmosphärische Feeling gibt. So. Sie denkt bestimmt, die. Ja. Ja, wenn die so redet, muss man aufpassen. Vielleicht denkt irgendjemand, wie haben sie entführt? In diesem Spiel zeigen wir euch, wie Coca-Cola wirklich entstanden ist. Sind aber auch Straßen und Wege hier, meine Fresse. Das könnte mal langsam wieder hell werden hier. Also noch mal ein bisschen Zeit, wenn du schnell noch was aufhängen willst. Also. Nein, das jetzt. Ja. Ich bin wieder hier. Es sind so viele kleine Straßen und Bist Wege, falsch die du schnell gefahren. mal Ja. verpassen kannst. Ja, meine Güte. Nee, wenn ich jetzt Wäsche aufhängen gehe, das würde etwas dauern, weil ich muss erst runter ins Keller, dann nach Ja. draußen, Wäsche spinne. Wenn ich dann wieder oben ankomme, Du hast brauche ich Zeit. erstmal 5 Minuten Dann Pause, weil ich den Sauerstoff die schnell ganzen brauche. Schlüpper raussuchen, das dauert. Was für Schlüpfer? Weißt du was wir nicht wissen, Ja, vielleicht. Hast du irgendwelche Aber das frage ich mich auch Infos? gerade. Hast du da irgendwelche Das hat sie doch mal, Infos? hat sie doch mal irgendeine Aufnahme gesagt gehabt, dass sie keine trägt. Ich habe mich nur Aha, erinnert. ich glaube, du verwechselst mich gerade ein bisschen. Also. Das hattest du mal groß getönt hier, dass du immer nackt durch die Gegend Ja, läufst. hallo? Es muss. Ist ja tolles Wetter draußen, mein Gott, warum nicht? Unentdeckt bleiben von Gegnern, das kann er nicht, aber sich merken, dass du wahrscheinlich keine Schlüpper trägst, das weiß er. Ich merke mir nur die wichtigsten Dinge. Aha. Ich merke mir nur wichtige Dinge, Markus. Das ist normal. Das war eine für meinen Kopf wichtige Information. Ja, ich renne immer ohne Schlüpper rum und putze auch nur im kleinen Schwarzen. Ach so, gut zu wissen. Ja. Wann hast du mal Zeit zum Putzen? Ja, sehr spannend bleiben. Hier oben haben wir auch ein paar Gegner, bevor wir uns die Waffenkiste nehmen können. Oh, dann bleib mal stehen, da oben sind Scharfschützen. Ich steig schon mal aus. Das war kein Aussteigen, das war ein Oh, ich bin raus hier. Zwei draus Oh. fallen. Drohne steigt auf. So. Drohne fliegt. Da ist einer mit einer Minigun auf jeden eine montierte Waffe. Scharfschütze ist weg. Oh, da war noch einer drin in der Hütte. Scheiße. Ja, da waren zwei. Hab ich auch. Ja. Hab beide. Und wir sind auch noch nicht bemerkt worden, ja? So. Das kann man relativ schnell ändern. Ja, Kev, geh mal zur Arbeit. Genau. So.
Leg los, Kev. Zeig, was du kannst. Da steht auch einer dran, aber nicht. Naja, auf jeden Fall sind wir gejagt, ne? Ja, ich hab doch gesagt, Kev, leg los. Was hab ich gesagt? Das kann man ganz, ganz schnell ändern. Das war aber diesmal nicht bewusst. Alter, manche von denen schlucken aber auch die Scharfschützengewehrkugeln, das ist ja unfassbar. Gott, ich blute! Oh Mann, ey. Da kommt schon wieder ein blödes Auto. Die Fanatiker umzudrehen? Ich wurde von überall beschossen, habe aber nicht einen gesehen. Ist so dunkel, du siehst die nicht. So Gott. Ich sehe auch, ne, du siehst auch mit Nachtsichtgerät kaum was. Leg mich doch mal. Vielleicht war das hier eine Fall. Das war ich nicht, ich schwöre. Gute Arbeit, Tabakal. Der Tod von Madre Kuka und ihrem Stadthalter hat die Organisation ins Chaos gestürzt und ermöglicht es den Kukaninos, ihre Unabhängigkeit. Werden sie ihn revoltieren? Sie sind schon dabei. Madre Kukas Unterstützer hätten etwas dagegen unternehmen können, aber sie haben das verhindert. Santa Blanca, bin gleich tot. Ich bin schon am Boden. Verstanden. Ich weiß auch gar nicht, wo die schießen überall. Wir ziehen weiter. No mit Ende. Na, der eine sitzt an der Gatling Gun. An der anderen. Ich bin auf jeden Fall auch tot. So, ich beame mich mal zu dem, der es ausgelöst hat. Da werden natürlich 30.000 Kilometer weit weg gespawnt, ist natürlich klar. Oh, das war mutig hier. Das ist die Logik des Spiels. Danke. Oh, 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 oh. Jetzt und wieder und direkt wieder gesehen hier. Hab ihn. Du siehst die auch nicht, ne? Du siehst die echt nicht. Ja, da oben. Wer ist es? Autsch. Einer von den Gepanzerten auf jeden Fall weg. Den habe ich noch mitgenommen. Das ist alles schwarz hier. Ha! Durch die Bäume einen erschossen. Da unten ist auch noch einer. Den habt ihr schon, okay, gut. Verdammt, das war knapp. Na los, komm, zeig dich. So, danke. Tot. Komm, wir haben sie alle, oder? Ich liege hier der Weile im Gebüsch rum. Hm. Oh, kann mich mal jemand aufheben? Das war doch ein bisschen sehr hoch. Ja, ich versuche hier gerade reinzukommen. Warte mal. Wird denn jetzt nur einer irgendwo? Ich habe nämlich ein paar von denen mal als Scharfschütze oben vom Hügel weggebrannt. Wo ist denn die Yvonne jetzt überhaupt? Die liegt da ganz unten. Ich bin sehr neu gespawnt. Bin neu gespawnt. Bin drin. Ich bin jetzt gelandet, ey. Oh. Ich lachte tot im Gebüsch. Ich nehme mal die Dokumente mit. Lass mal die Waffenkiste. Welche? Oh, was drin ist. Schrotgewehr SASG-12. Das ist doch mal was. Das ist doch mal. Doch. Ja, das ist eine Schrotflinte, ne? Ja. Ja, die Schrotflinte mag ich nur in einem Spiel. Die abgesägte. So, dann holen wir hier drin mal noch die ganzen Nachschubdinger. Oh, es wird wieder hell. Sehr schön. Oh, das ist immer Nachschub. Mhm. Dokumente noch da hinten? Ja, das ist nur so ein Heftchen. Nee, ist ein Koffer. So. Und dann... Hier müssten wir eigentlich alle reinpassen. Ja, Moment, ich muss auch irgendwie Dokumente holen. Aber das Tor, geht das auf? Wisst ihr das? Wahrscheinlich nicht. Oder es gibt irgendwo einen Generator, den wir erst ausschalten müssen. Kev, okay, guck mal bitte, ob das Tor irgendwie...
Vielleicht das auch. Leider. Versucht mal durchzufahren. Okay. Ich will es nicht machen. Ich weiß es nicht. So, werden wir sehen. Gucken wir mal. Weil hier oben ist irgendwas. Aber ich habe mich auch todesmutig neben dich gesetzt. Okay, geht nicht. Und wie war das so? Nicht so der richtige Versuch. Gettet nicht. Aber das ist kein, es ist aber kein elektrisches Tor. Deswegen wird das wahrscheinlich nicht aufgehen. Also ich habe es auch versucht aufzuschießen. Das Schloss ist schon. Irgendwie will es nicht. Aber hier unten stehen da noch Autos. Ja. Da einer weiß. Ja, noch halbwegs. Ja. Ja. Hm. Der Jeep sieht noch ganz. Noch. Du sagst es. Sieht noch ganz gut aus. Du sagst es noch. So. So, dann jetzt ja, da rein kurz im Nebeneinsatz. Schüchtern Sie die Cesario ein. Ja. Das war ein Brückenpfeiler. Über sieben Brücken musst du gehen. Das heißt über sieben und nicht durch sieben. Ich hab doch versucht drüber, über das Geländer. Ja, das klappt aber nicht so ganz. Dann war den jetzt mal ein bisschen ein, ne? Ne, ja. Mal hier mal, oder? Würde ich sagen. Oh, das Hotel doch, wie schön. So, und diesmal ein bisschen. Markus, geh du mal hin. Mit deinem Gesicht solltest du das hin ohne Probleme hinkriegen. Spaß. So. Der kam nicht. Die Deutsche Bahn. Okay. Ah, doch, hier sind Gegner. Die Drohne ist unterwegs. In der Hütte drin. Ja, ich sehe schon. Hä? Explosionsalarm? Ja. Was hast denn du gemacht? Oh, er haut ab. Moment, ich guck mal kurz, ging er den? Mist. Natürlich nicht. Nicht schießen, nicht schießen, nicht schießen. Aber wieso, warum war denn da jetzt ein Alarm? Irgendwas ist explodiert. Ich hol mir den. Kümmert ihr euch mal um die Gegner da? Ja, zwei habe ich schon geholt und einer steht hier noch vorne an der Bus, an der Hausecke. An der Bootshausecke da. Gegner sind weg. Was schon? Okay. Ah, scheiße nochmal! Da reinkommen, die Tür drückt. Kann man denn hier noch so rumliegen? Was haben wir denn hier? Eine CD, Glitzer und Gold. Klingt wie so ein Schlageralbum, ey. Ja, aber auch ein Heli zur Not. Wenn mein bester Freund hier dabei wäre, der würde jetzt erstmal hier die Corona-Hits singen. Du hast Schlager gesagt und der würde sofort die Corona-Hits singen. Ach, Markus ist schon wieder hinter dem her. Ja. Schade, wir können den Heli gar nicht nehmen. Wieso ist denn jetzt hier der Pfeil? Das weiß ich nicht, ob das sein kann. Hier steht bei mir einschüchtern, aber hier steht keiner. Ja, das ist der hier. Ja, aber warum, Der ist ja lustig.
Wir brauchten ihn leben, damit alle erfahren, wie viel Angst er hat. Wie konnten wir das versauen? Ich wollte den hauen und nicht das Genick brechen. Wäre er mal nicht abgehauen, wird er jetzt noch leben. Jetzt so, mal neben ihn geschossen oder so. Der hat ja auf mich geschossen, das ist das Problem. Das hätte ich mir einfach gegriffen. Aber das war nicht so wie vorhin, dass der einfach dann aus dem Auto aussteigt und sagt, oh, ich bin... Schlaf bitte nicht. Sondern der hat zurückgeschossen. Naja, vielleicht rum. Was haben wir denn da? Hier ist auch noch... Hier ist auch noch eine Waffenkiste da im Wasser, ne? Ja. Aber Maschinenpistole ist jetzt die Frage. Ja, muss man die haben? Oder wollte er sie mitnehmen? Ich will sie jetzt holen. Will man mitfahren? Hättest du ja mal ruhig mitnehmen können hier, ne? Ist ja nicht zu fassen. Oh, Entschuldigung, ja. Ich dachte, die wäre schon da gewesen, weil du wusstest, dass du eine Maschine bist. Warte, ich komme zurück. Ja, das siehst du, dann kannst du auf der Karte sehen. So. Dann warten wir noch eben auf Markus. Vielleicht will der ja auch noch mit. Spring mit rein. Sonst fahr schon mal, ich schnapp mir gleich mit Markus zu den Heli. Also, wir haben noch zwei Plätze auf jeden Fall, also kein Problem. Der Heli kannst du nicht nehmen. Doch, sehr. Der da hier steht, der kann nicht, der geht nicht. Oder ich stehe hier. Der hier steht, der geht nicht. Ich sehe schon, ja. Also ich stehe hier mit dem Schlauchboot. Ja, der ist auch kaputt, deswegen geht er auch nicht ohne Rotorblätter. Fliegt der, glaube ich, nicht, ne? Ne, schwierig. Da kommen immer so Runida-Typen jetzt gerade auf euch zu irgendwo. Die sind aber, warte mal, sind die noch weit weg oder kommen die irgendwie, sind wir in der, keine Ahnung. Markus, läufst du gerade? Ich schwimme. Ah, warte mal. Ich steig mal ich ein. Ich musste gerade von der Unidad abhauen. Ja. Ach, also sind wir hier. Ja, welche Überraschung. So, Kevin, auf geht's. Fahr doch mal rechts runter, dann könnten wir den Markus einsammeln. Der da oben schwimmen. Nö, ich bin schon da fast da. Bist du denn fast da? So. Oh, da ist er. Oh Gott. Aber mach ihn jetzt nicht platt. Da ist ein Seeungeheuer. Hau ab. Pirat, schau auf zwei. Was muss er hinter? So, wie kann ich jetzt da reinkrabbeln? Wahrscheinlich von der anderen Seite. Von hinten. Während die Motoren laufen. Oh, da kennst du dich doch aus. Da, das meine ich nicht. So, das meine ich jetzt nicht. Sag mal, wollt ihr schwimmen oder mitfahren? Da sind immer so Feinde. Da sind Gegner. Ja, aber... Warte doch mal kurz. Wir können doch mal eben die Drohne schicken. Setz die Drohne ab. Gucken, wie viele da sind. Da ist noch einer. Genau da. Oh. Das ist schon ordentlich, vier. Ne? Vier, ne, oder? Mehr als vier. Und sogar ein Scharfschütze. Mist. Ein Veteran. Uiuiui. Tango getroffen. Oh, ey, dieses Boot wackelt aber auch. Das ist zum Götzen. Ich steig mir auf, glaube ich. Also ich da noch ein bisschen hinzutreiben. Mann! Mann! Schon... Alter! Gibt's doch nicht! Ständig! Ja, ich kann leider nichts jetzt... Der eine ist ins Wasser geplumpst. Schade. Falsche Seite, Kollege. Er braucht einen leichten Sack. Wo ist der andere? So, wir können kommen. Reicht doch, wenn wir erscheinen? Nein. Nee. Wir sollen kommen. Heute nicht. Ich sehe eine Waffenkiste. Heute nicht. Hm. Wo ist denn der Nachschub hier? Nehmen wir die Ausrüstung mit. Oh, eine Maschinenpistole, eine PP19. Können wir nicht das Boot mitnehmen? Das fände ich auch cool. Können wir nicht mit dem fahren? Hier oben liegt auch ein Dokument, was jemand haben möchte. Ja, der Nachschub ist auch markiert.
Mal kurz hier mal noch ein bisschen nach Fertigkeitspunkten gucken. Hm? Ja. Ui. Mehr als genug Fähigkeitspunkte. Gucken, ich weiß jetzt gar nicht. Die ganzen Sachen, die ich jetzt noch skillen könnte, da fehlen mir überall noch Punkte. Ja, erstmal die Drohnenreichweite. Also ich habe jetzt die Drohnenreichweite komplett ausgeschöpft, mehr geht nicht. Über die Dokumente so. Mitnehmen. Ich habe eben die Jungskiste gesehen. Nee, ich suche auch eine. So. Wäre besser, wenn wir gleich das Ding hier fahren könnten, ne? Ja, das meine ich ja eben, dass wir ne, das Ding nehmen können. Aber ich glaube, hier ist gar keine Munitionskiste auf der Karre. Oder nee. Auf der Karre mehr. So. Martin. Dann fahren wir mal hier rüber, hier sind wichtige Aufklärungsdaten. Ja, dann versuchen wir auf den anderen Sitz hier zu gehen. Ich komme. So. Ja, jetzt geht's. Wir können. Warte mal kurz, ich bin sofort wieder da. Wollen wir auf der anderen Seite oder hier an Land gehen? Drohne fliegt. Das ist mir eigentlich egal. Kann ich die Drohne losschicken? Gucken, was da so los ist. Sehe noch ein Ziel. Ich habe einen dritten Tango. Ein Generator hier auf jeden Fall, also gibt es ja nicht den Alarm. Wir sind schon wieder hier in dem... So, ich bin wieder da. Hier war gerade eine dicke Hummel im Raum. Wollen wir hier hochgehen oder auf der anderen Seite? Also mir ist es egal, wo wir hochgehen. Ich habe ein Scharfschützgewehr nicht mehr. Warum auch immer. Ja, weil du vorhin die andere Waffe aufgehoben hast. Ja. Deswegen macht man ja. Ich habe dir schon mal gesagt, nimm lieber die, die du fertig fest hast. Ja. Die PP19, ich muss sie mal rausnehmen, weil ich muss meinen Scharfschützgewehr wieder reinsetzen. G28, so. Besser. Also hier vorne ist ein Stromgenerator, auf den ich mich jetzt mal erstmal so konzentrieren würde. Ja, perfekt, wieder. Gut. Oh. Da war noch einer, den hast du nicht markiert. Oh. Wer war das jetzt? Das war ich. Ich hab den falschen Knopf gedrückt. Das tut mir leid. Das war ich. Ich war es ausnahmsweise mal nicht. Nee, ich wollte die Drohne rausholen, aber ich hatte leider Gottes R2 gedrückt, bevor die Drohne draußen war. Das tut mir leid. Ich wollte auch mal ein bisschen hier Action machen. Ich hatte der Kevin immer nur den Spaß. Ja, eben. Und im Haus ist auch noch einer. Ich hab gerade. Wollte auch mal. Klebe ich da am Sack. Komm her jetzt. Komm raus mit dem Scheißkopf. Ich seh dich sonst nicht. Genau, lass dich töten. Ja. Der Generator ist schon mal kaputt. Granate! Die anderen alle hier.
getroffen. Ich lebe noch. Granate, aufpassen. Granate kommt. Come mierda, culeros. Was ist denn der andere Typ hier? Tango Nummer 3. Also. Aber man scheint die meisten Gegner schon erwischt, ja? Ja, ja, so ganz so viele sind nicht mehr. Kann ich irgendjemand aufheben? Bin schon auf dem Weg. Neben dir ist einer. Ja, ich hab auf die falsche Taste gekommen. Ich wollte den eigentlich schon niederschlagen, weil er gerade ziemlich woanders fixiert war. Und dann bin ich auf die falsche Taste gekommen. Wenn du ziehen könntest, hättest du mich nicht erwischt. Genau, wenn du ziehen könntest. Kann man mal durchgucken hier. Hör zu. Wir wissen von einer Kokainfabrik hier in Okoro. Nehmen Einsatz. Umgebauten Schlachthaus. Worauf warten wir dann? Machen wir den Laden platt. Es gibt ein Problem. Die Tür lässt sich nur mit einem Zugangscode öffnen. Wo kriegen wir den Code her? Hieraus geht hervor, dass ihn El Emissarios Assistent hat. Wir müssen ihn finden. Wir haben Besuch, Leute. Wollen wir in den Heli fliegen? Wir haben Besuch, Leute. Ja, Achtung. Granate fliegt. Hat sich erledigt. Da kommt noch einer. Ja. Granate ist erst nachgeladen. Granate fliegt. So. So. Na dann. Auf.